Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich hoffe, ich habe keine Schokolade mehr im Mund, weil ich gerade eine ganze Tafel alleine gegessen habe. Grüße gehen raus an mein trauriges Leben an der Stelle. Wieso habe ich Kopfhörer auf, meine Freunde? Wir gucken uns heute gemeinsam wieder ein paar lustige Bilder an, meine Freunde. So lustig, dass ich auf jeden Fall mir am liebsten schon wieder das Leben nehmen würde. Thomas ist mal wieder rausgezogen, hat sich Bilder von Leuten rausgesucht, die zu blöd sind, den einfachsten Job der Welt zu machen. Ich dachte mir, es ist wieder mein Privileg als größter Vollidiot der Welt, sich darüber lustig zu machen, wie dumm andere Menschen sind. Wir gucken uns das einfach jetzt gemeinsam wieder an. Ich schreie 10, 15 Minuten in die Kamera, meine Freunde. Das war's dann noch an der Stelle. Komm, ihr wisst doch alle, wie es läuft. Es ist immer das gleiche Video. Ich würde sagen, meine Freunde, wir beginnen direkt und schauen doch direkt mal auf das erste Bild hier an der Stelle. Oh Mann, Alter. Okay, das hier, meine Freunde, für euch jetzt mal ganz kurz. Das ist eine Zeitung. Die meisten von euch werden das gar nicht mehr kennen, weil sie gerade den ganzen Tag von ihrem Handy sitzen, die solche billigen Crack-Videos wie ich sie produziere hier reinziehe. Das ist eine Zeitung, meine Freunde. Die haben eure Eltern noch abonniert. Wahrscheinlich ist es sogar eine Tageszeitung. Eine Zeitung, ja, ganz kurz. Ist gerückt auf ganz dünnem Zellulosepapier. Kommt regelmäßig in euren Briefkasten morgens und eure Eltern entnehmen aus dieser Zeitung Nachrichten. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, gut, sind meine Eltern dumm, warum benutzt ihr kein Internet? Kann man jetzt drüber streiten an der Stelle, aber meine Freunde, eine Zeitung hat immer eine Besonderheit, und zwar hat eine Zeitung meistens pro Artikel eine Überschrift. Jetzt steht hier aber, Überschrift goes here. Das heißt, derjenige, der quasi diese Zeitung erstellt hat, beziehungsweise der Journalist, der Editor des Ganzen, hat sich jetzt quasi einfach gedacht, so, ich gebe das jetzt hier, damit du weißt, Kollege, hier kommt die Überschrift hin. Und hat das Ding dann einfach so abdrucken lassen. Ich meine, es gibt ja eigentlich auch immer einen Chefredakteur. Normalerweise guckt er sich alle Artikel an. Vielleicht war der an dieser Stelle einfach mal betrunken oder ist blind. Das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall richtig, richtig gute Arbeit dafür. Das wird genau das sein, was den Artikel am besten zusammenfasst. Überschrift kommt hier hin. Ganz toll, wirklich, klasse. Nein. Wie kann... Oh, fuck. Oh, ist das belastend. Okay, stopp. Ihr wisst jetzt vielleicht nicht unbedingt, also wenn das jetzt wirklich ein Haus ist und wenn das jetzt real ist, Leute, wenn das jetzt nicht zusammengefotoshoppt ist, dann falle ich vom Glauben ab. Wie kann man eine Klimaanlage falsch rum anbauen? Das Gerät hier gehört nach außen. Das saugt die Luft an und macht sie kalt und bringt sie nach drin. Und das hier ist das Klimagerät, was in dem Raum drin ist. Das Einzige, was du jetzt machst, ist dein Zimmer noch mehr aufheizen und nach draußen kalte Luft pusten. Das ist vielleicht ganz gut für die Straßenköter, die eventuell unter deiner Klimaanlage draußen vor deiner Tür leben. Aber im Großen und Ganzen ist das mit Abstand das Dümmste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Das ist neben dem Bett. Dieses Gerät frisst 3000 Kilowattstunden Strom. Das hängt neben dem Bett. Das gibt so viel Wärme ab, Alter. Das ist neben dem Bett. Der Mensch, der in diesem Bett liegt, der wird doch dieser kleine Ventilator hier vorne jetzt helfen. Der stirbt. Der trocknet aus über Nacht. Was für ein Scheiß, Alter. Vor allem sieht es hier auch so aus, als wäre das eine Region, wo es notwendig wäre, eine Klimaanlage zu haben. Und dann kommt da irgendein Trottel daher und baut in die Klimaanlage falsch rum ein. Und ich dachte immer, es gibt keine dümmeren Menschen als mich, Alter. Wirklich. Hier sehen wir einmal Labeled Meat Boss. S-Fat Ground Beef. Ja. Wer liebt nicht das Ass-Fat Ground Beef, was auch Seafood ist an der Stelle? Das wird wahrscheinlich Grass-Fat Ground Beef heißen. Ich weiß es nicht. Danke. Lined up the shots, Boss. Ja, und hier sehen wir einen schönen Kuchen mit einem Jäger drauf, der tatsächlich nur ganz knapp an dem Reh vorbeischießt. Es sieht fast so aus, als würde das Reh treffen, Leute. Ich meine, man kann ja auch ganz genau sehen, meine Freunde. Der Kerl hat hier auf jeden Fall ein Jagdgewehr aus Fortnite und jeder weiß ja, dass das Jagdgewehr immer genau in dieser Kurve schießt. Zumindest ist es bei mir so. Gut, könnte halt einfach daran liegen, dass ich extrem scheiße im Game bin. Digga, was? Hab keine Ahnung, was das für ein Müll ist, Alter. Gib dir Mühe bei deinem Job. Nee, Digga. Hier haben wir eine... Och Mann, das ist wirklich so unendlich dumm. Hier hängt diese sehr, sehr seltsam aussehende Lampe. Und die Person hat sich einfach entschieden, ich hänge diese Lampe auf, nehme aber einfach trotzdem die Glühbirne und hänge das neben die Lampe. Wo ist jetzt das Problem, wenn man doch schon die Lampe aufhängt, einfach die Lampe auch anzuschließen, direkt, weil ich meine, das krieg sogar ich hier, eine Lampe anzuschließen. Da braucht es nicht viel. Da braucht es nur dieses Ding mit dem Schraubenzieher. Ich weiß, ihr wisst, was ich, keine, hier Einblendung davon. Ich weiß nicht, wie das heißt, keine Ahnung, aber ich habe sowas schon mal gemacht. Aber nee, wir hängen einfach die Lampe auf und tun so, als würde das Licht aus der Lampe kommen. Warum auch nicht? Man kann es sich auch einfach machen. Wenn ich dafür einen Handwerker beauftragt hätte und das gesehen hätte, Digga, dann wäre ich nicht nur hingegangen, hätte ihm einen auf die Fresse gehauen. Nein, ich wäre auch direkt hingegangen, hätte die Handwerkskammer angerufen, hätte gesagt, Digga, entzieht dem Menschen sämtliche Berufserfahrung. Geht hin, radiert sein komplettes Berufskonto aus und geht bitte sogar noch hin und löscht seine abgeschlossene Ausbildung aus. Weil das ist einfach nur räudig. Everyone should, I don't know what the fuck she said.
Ja, ich meine, man kann sich aber Übersetzer mal keine Mühe geben, oder? Ich meine, jeder muss jetzt, ich habe keine Ahnung, was ihr gerade gesagt habt. Ja, gut, klar, ich meine, ich nehme einfach mal an, dass es jetzt Japanisch ist. Es ist ein Anime und Animes kommen meistens aus Japan und Japanisch ist eine sehr schwierige Sprache, da kann ich den Übersetzer auf jeden Fall komplett nachvollziehen. Aber ja, warum schreibt man das nicht auch einfach so in die Übersetzung rein? Ist doch geil, das ist doch bestimmt für den Kontext dieser Serie, des Filmes oder whatever das auch immer ist, sicherlich extrem förderlich, ja. Ja, hier haben wir einen Türstopper, der netterweise auch schon installiert worden ist. Den haben wir jetzt hier einfach mal unter die Tür geklemmt, danke dafür. Ich meine, es funktioniert, oder? Es funktioniert, gut, klar. Normalerweise hätte der halt auf den Boden, aber ich meine, ist doch gut, dass der Chef einen Türstopper gekauft hat. Dann kann man den doch einfach auf den Boden legen und man hätte auch einfach seinen Finger die ganze Zeit runterhalten können. Chef, wieso stellst du dich eigentlich jemand an, der die ganze Zeit die Tür mit seinem Finger aufhält? Ist doch... Manche Menschen sind so dermaßen faul und dumm, das glaube ich einfach nicht. Ich dachte schon, es kann nicht schlimmer werden, meine Freunde. Wir haben jetzt bis jetzt, glaube ich, 6 Videos darüber gemacht. Und der Kerl ist wirklich hingegangen und hat einfach über eine Kackwurst, die am Boden liegt, von einem Hund, die Fahrbahnmarkierung gezogen. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch einfach nicht wahr. Der hat die Kacke gelb angemalt, Alter. Jetzt liegt da Scheiße am Boden. Ich meine, klar, ich würde die Kacke auch nicht wegräumen wollen. Aber das sieht man doch. Man sieht doch, dass da... Es könnte jetzt sogar sein, dass dieses Stück Kacke hier, dass das jetzt durch die Fahrbahnfarbe ewig konserviert ist. Das heißt, auf diesem Scheißstreifen ist jetzt noch ein Scheißstreifen drauf, nämlich eine konservierte Kackwurst. Ey, Mann! Ja. Hier haben wir 2 Toiletten, die gegenüber sind. Ganz gut. Ich glaube, eine für groß, eine für klein. So muss das sein, sagt man doch immer, oder? Wo ist der Hintergrund? Okay. Warum sollte man hingehen und etwas derartiges bauen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht, Leute. Ich verstehe es nicht. Da sind noch 2 Mülleimer drin. Das ist eine Kabine mit... Die nutzt doch keiner gleichzeitig. Das macht doch kein Mensch, Alter. Zum Pinkeln vielleicht, aber doch nicht zum Kacken, Alter. Stell dir mal vor, stell dir vor, hier steht jemand und pinkelt im Stehen und du kackst und du hast den nackten Arsch und dem in der Nase. Manchmal glaube ich einfach nicht, dass die Menschheit es bis ins Jahr 2050 schafft. Ich bin da einfach nicht so optimistisch, Leute. Ich glaube nicht, dass wir das hinbekommen. Merry Christmas. Merry Christmas, ja. So schwer ist das Wort Christmas jetzt nicht an der Stelle. Kann man sich ja trotzdem auf dem Chastmas. Ihr sagt mir nicht, dass es davon noch mehr gibt, Leute. Sagt mir nicht, dass es davon jetzt noch mehr gibt. Das Wort Christmas ist eigentlich nicht so kompliziert. Danke, Thomas. Wir hatten das erste Mal ein GIF in dieser Videoreihe, meine Freunde. Dafür möchte ich auf jeden Fall 20.000 Daumen nach oben haben. Da haben unten Applaus, weil das... Thomas, tolle Arbeit, wirklich. Auch hier wieder. Lassen wir doch einfach das liegen. Ich meine, selbst wenn da jetzt gerade jemand vom Auto überfahren worden ist und da gerade am Boden verblutet, wir fahren einfach über ihn drüber und machen die Fahrbahnmarkierung einfach über seinen halb zerstückelten Körper. Warum nicht? Ich meine, gut, ist ja auch ein schönes Andenken an diese Gabel, oder? Sowas Dummes. Und ich meine, die hat ja jemand weggenommen, die Gabel. Das heißt, das wird ja irgendwem aufgefallen sein oder so. Ach, ich frage einfach gar nicht, was da passiert ist, wirklich. Do you want to poop into the urinal? Because this is to get the poop into the urinal. Ja, ich meine, eine Kabine fürs Urinal zu machen, ist auch auf jeden Fall sinnvoll, wenn man halt da reinscheißen will, ne? Das Klo an der anderen Seite ist halt direkt in dem Waschbecken. Wenn man das doch... Also, stell dir mal vor, das ist in dem Restaurant. Und ich bin Besitzer des Restaurants. Ich gehe doch später hin und nehme das ab. Ich sag doch dem Handwerker, ganz kurz, sind Sie vielleicht wirklich geistig klein wenig eingeschränkt? Ich bin sprachlos. Ich bin absolut sprachlos, Leute. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Chef, wir haben hier schon mal ganz kurz die Betonplatte für die Bank gegossen. Ja, super. Dann setzen wir die Bank einfach 2 Meter daneben. Das passt. Toll. Toll, dass hier schon mal das Fundament ist. Dann setzen wir die Bank doch einfach ins Gras, damit das Gras hier wirklich richtig schön unter der Bank herwächst und den Leuten dann am Hintern kitzelt. Wie gesagt, Leute, das Jahr 2015 erreicht die Menschheit nicht. Und es ist traurig, aber es ist vielleicht auch einfach besser so. Ja, Headline-Text goes here. Sub-Headline-Text goes here. Ja, hier war das Gleiche, meine Freunde. Hier kommt die Überschrift und hier kommt die Unterschrift hin. Stark. Da hat sich auf jeden Fall auch wieder jemand richtig Mühe gegeben. Gerade bei einer wichtigen Abstimmung wie dieser hier. Ich meine, das ist einfach eine extrem aussagekräftige Abstimmung. Ich weiß direkt, worum es geht. Es geht um Unterschriften und Überschriften. Ganz toll. 68% sind für Überschriften, der Rest nicht. Ja, und hier haben wir auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig
richtig, richtig schönen Fahrradweg. Also der ist echt toll, gerade halt auch für die Leute, die vielleicht das erste Mal Fahrrad fahren oder für Rentner auf jeden Fall echt angenehm. Das ist wirklich mit Abstand der geilste Fahrradweg der Welt. Und ganz ehrlich, Leute, die Sturzgefahr ist hier wirklich minimiert worden durch diese Hubbel. Klar, die Fahrradfahrer sollen natürlich angehalten werden, hier langsam zu fahren. Das ist genau der Grund. Das kann doch nur in die Hose gehen. Wie viele Leute müssen sich da schon das Genick gebrochen haben, Alter, ehrlich? Und das hat eine Stadt oder sowas beauftragt. Was ist das hier für ein Design? Was ist das hier? Sind da Rohre drunter oder was? Oder ist das einfach, aufgebläht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, und ich habe hier einfach mal die Wand gestrichen. Gut, leider habe ich hier die Steckdose zugestrichen. Ja, gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd gelaufen, aber immerhin ist die Wand weiß, oder? Das klebt man doch ab. Man malt doch nicht über die Steckdose, oder? Man malt doch nicht. Das ist eine Grundsatzdiskussion. Wisst ihr, für mich sind das logische Sachen. Aber was denkt der Mensch in dem Moment, wenn er das macht? Denkt der gar nicht? Funktioniert der überhaupt im Kopf? Wie kann so ein Mensch überhaupt existieren? Wie kann es ein Mensch, der so etwas macht, schaffen, in eine Ausbildung zu kommen, irgendwann in ein Arbeitsleben einzusteigen und so weiter und so fort? Wie geht das? Ich versteh's nicht. Wir sind wieder am Ende, Leute. Wir sind am Ende und ich bin auch am Ende. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauch eine Pause. Ich brauche eine Pause vom Leben. Ich brauche eine Pause von diesem Trauerspiel, Leute. Danke dafür, Thomas, dass du meinen Tag damit wieder versaut hast. Schön, dass du selber diesmal netterweise keinen Fehler eingebaut hast und nicht zufälligerweise deine Flugtickets, Bilder von deiner Großmutter oder sonst wem mit in den Ordner gepackt hast, sondern tatsächlich die richtigen Bilder. Dafür gibt es einen großen Applaus. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute, und ich bin jetzt für heute absolut raus. Das war's mal wieder komplett an der Stelle. Macht's gut und macht's besser als die Kerle, die das gemacht haben, weil das war absoluter Müll. Ciao.